Kennen Sie Ruprecht Geiger? Nein. Das war ein Münchner Künstler, der dieses Mosaik hier gestaltet hat, hier oben. Also ich finde, das ist schon schön. Es hat was Beruhigendes, finde ich. Kennen Sie Ruprecht Geiger? Sagt mir was, aber ich hörte jetzt nichts im Kopf von ihm. Das ist eine starke Farbe, schöne Form. Ich finde es gut. Ruprecht Geiger war tätig in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und deswegen ist er nie so bekannt vielleicht wie Stuck oder Lembach. Er ist einfach bekannt in München und im deutschsprachigen Raum für seine Arbeit an einem Thema. Er hat 70 Jahre lang kontinuierlich an einem einzigen Thema gearbeitet, an der Farbe, an das Porträt der Farbe, und das zeichnet ihn natürlich richtig aus. Also Ruprecht Geiger wird dem Thema der Farbfeldmalerei zugeordnet, wobei er ein Einzelgänger war. Es ist so, der kommt von der gegenständlichen Malerei, von den Landschaftsdarstellungen, die er während des Zweiten Weltkrieges gemalt hat, und hat sehr schnell zur Abstraktion gefunden. Er ist auch ein Pionier, was die Tagesleuchtfarben angeht. Er ist einer der ersten Künstler in Deutschland, der die Tagesleuchtfarben verwendet hat für die bildende Kunst. Später folgten zum Beispiel Frutrup oder Thomas Lenk. Also die Hinwendung von Ruprecht Geiger zur Abstraktion, wie viele Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg, kommen daher, dass er natürlich, also er meinte irgendwann, man kann keinen schönen Frauenkörper mehr verewigen, also es geht gar nicht. Also man muss in die Abstraktion gehen, man muss die Formen reduzieren, die Farben sprechen lassen für sich. Das war natürlich diese Reaktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Für sich, es wurde dann zum Programm, also nur noch die Farbe, mit der Farbe zu arbeiten. Er war mein Großvater tatsächlich, das heißt, wir haben zusammen gefrühstückt. Es gab ein kleines Kommunikationsproblem. Ich konnte damals kein Deutsch, er konnte kein Französisch. Und er war allerdings nicht sehr präsent. Es ist halt so, dass er ab und zu mit uns, also mit meiner Schwester und mit mir, in den Bergen gegangen ist. Aber diese Aufgaben hat hauptsächlich meine Großmutter übernommen. Also Ruprecht ist sehr oft relativ früh aufgestanden, hat gefrühstückt und dann eine Stunde Zeitung gelesen. Und dann ging es ins Atelier. Es gab keinen einzigen Tag im Jahr, wo er nicht im Atelier war. Egal, ob die Söhne gerade aus Südfrankreich angereist sind, nach einer Stunde hieß es, jetzt gehe ich arbeiten. Also er war jeden Tag im Atelier, egal, wie schon gesagt, ob Ostern, Weihnachten oder seinen Geburtstag, auch an seinem 100. Geburtstag war es so. Er hat mit uns gefeiert, kurz, und dann ging er arbeiten. Also man kann sagen, dass diese Arbeit, also dass die Farbe ein Lebenselixier war, und er braucht es jeden Tag. Das Archiv Geiger hat sich zum Ziel gemacht, dass das Werk von Ruprecht Geiger bekannter wird, dass wir zu allen Anfragen zu Ruprecht Geiger auch eine Antwort geben können. Es geht darum, dass wir natürlich Ausstellungen organisieren, in Kooperation mit verschiedenen Institutionen. Aber es können auch Anfragen zu Expertisen sein, ob Gemälde von ihm sind oder auch nicht. Alles, was dem Künstler Ruprecht Geiger betrifft, Leben und Schaffen, möchten wir gerne da zur Verfügung stehen und versuchen, diese verschiedenen Anfragen zu beantworten.